Kurzfristig sehe ich den größten Nutzen von KI in der Medizin, in der Diagnostik, zum Beispiel in der Bildanalyse von Erkrankungen oder in der Analyse großer Datenmengen, die jetzt bei neuen molekularen Verfahren anfallen oder bei genetischen Analysen anfallen. Datenschutz ist essentiell, gerade in dem sensiblen Bereich der Medizin. Und hier brauchen wir Vertrauensstellen, die Daten effektiv und auf höchstem Niveau sicher speichern können und dann auch den entsprechenden Nutzern zur Verfügung stellen. Ganz wichtig ist dabei natürlich auch, dass der Patient oder die Patienten ihre Einwilligung für die Datengabe gegeben haben. So eine Datenplattform könnte an verschiedenen Stellen angesiedelt sein. Ich glaube, dass hier zum Beispiel Universitätskliniken Datentreuhänder sein könnten oder aber auch, dass wir vielleicht ein staatliches Institut brauchen, die die höchsten Sicherheitsanforderungen sicherstellt und wo eine Governance-Struktur da ist, die sicherstellt, dass kein unberechtigter Zugriff erfolgt.